وبعد، فاتي بغيدر وشفستن ام اسلام. الخلاف شر. Meinungsverschiedenheit ist übel. Das ist heute unser Thema. Es ist authentisch überliefert, dass eines Tages Amir al-Mu'minin, Uthman ibn Affan radiallahu anhu, in Mekka während der Hajj-Zeit, in Mina, vier Rak'a betete. Obwohl es bekannt ist, dass es Sunna ist, zwei Rak'a zu beten, Dhuhr und Asr jeweils. Und so betete auch Ibn Mas'ud radiyallahu anhu hinter ihm. Nach dem Gebet kamen die Schüler von Ibn Mas'ud und einige Sahaba zu ihm, zu Ibn Mas'ud, und sagte: O Ibn Mas'ud, du hast uns doch beigebracht, dass die Sunna es ist, nur zwei Rak'a zu beten. Er sagte: Ja. Warum hast du trotzdem hinter ihm gebetet, vier Rak'a? Darauf antwortete er: Al-Khilafu Shar. Meinungsverschiedenheit zu haben, Spaltung zuzulassen, zu fördern, ist übel, schlimm. Das ist, was wir lernen müssen. Die Einigkeit zwischen den Muslimen ist so wichtig, vor allem in dieser Zeit. Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt uns diese Einheit, dass wir einig sind, und verbietet uns, dass wir uneinig sind und uns spalten und uns in Grüppchen, in Sekten, in egal welche Nationalität, welche Ideologie spalten. Es gibt nur eine Umma. Und das ist Ummat Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Es gibt nichts anderes. Deshalb fördere du die Einheit und zerstöre die Spaltung. Dann gehörst du zu den Gläubigen. Allah subhanahu wa ta'ala warnte uns davor, dass wir zu denjenigen gehören, die spalten. Er sagte: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Und seid nicht wie jene, die auseinandergingen und uneinig wurden, nachdem ihnen die klaren Beweise zu ihnen kamen. Und für diejenigen gibt es gewaltige Strafe. Das ist also keine einfache Sache, sich zu spalten. Deshalb gehört die Spaltung, Al-Furqa, zu den größten Katastrophen, die diese Umma befallen hat. Denn die Spaltung, die Uneinigkeit zwischen den Muslimen schwächt sie. Sie schwächt sie. Wenn wir uns miteinander beschäftigen, können wir uns nicht um unsere Ziele kümmern und bewegen uns immer auf derselben Stelle, kommen nicht voran und werden von allen Seiten belagert und getroffen und aufgegessen. Und anstatt aufzustehen, beschäftigen wir uns mit uns selbst. Allah warnte uns davor, das ist eine Sunna Rabbaniyya. Eine Sunna, die Allah festgesetzt hat, ein Gesetz. Er sagte: وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَلَا تَنَازَعُوا
فتفشلوا وتذهب ريحكم. Und streitet nicht miteinander, sonst würdet ihr den Mut verlieren und eure Kraft. Streitet nicht, sonst werdet ihr eure Kraft verlieren, euren Mut, eure Ehrfurcht, euren Respekt, den andere gegenüber euch haben. Was ist die Lösung? Geht im Koran weiter, im selben Vers. Wasbiru. Inna Allaha ma'as sabirin. Und sei standhaft. Allah ist mit den Standhaften. Wann immer du einen Unterschied hast mit deinem Bruder. Wir reden jetzt nicht über Haram. Wir reden nicht über Bid'ah, über Kufr. Nein, wir reden über Meinungsverschiedenheiten. Du sagst, es ist so richtig, und er sagt, nein, nein, so ist es richtig. Solange es nicht in der Religion ist, so lass das. Gib ihm recht. Gib nach. Der Klügere gibt nach. Es ist nicht wert, dass man sich fest an dieser Meinung hält, obwohl sie bei Allah dir nichts bringen wird. Und auch wenn sie in der Religion ist, musst du dich fragen, ob seine Meinung auch vertretbar wäre. Wie Uthman radiallahu an, Mutaawil, er ist ein Mujtahid, Amirul Mu'minin. Und er hat diese Meinung aufgrund seines Verständnisses, seiner Beweise gefällt. Und deshalb hat Ibn Mas'ud, so klug er war, hat es akzeptiert. Und hat hinter ihm gebetet. Und hat keine Fitna verursacht und nicht zugelassen. Hat sie alle gestoppt. Und eine Eigenschaft eines Mu'min ist, dass er auf seine Meinung verzichtet. Eine Meinung, die bei Allah nichts bringt. Zu den Eigenschaften des Gläubigen gehört, dass er Entschuldigungen für seinen Bruder sucht. Wahrscheinlich hat er es deswegen gesagt. Er sucht nach Gründen, warum er darauf gekommen ist. Und der Heuchler sucht nach Fehltritten. Ein Mu'min sucht nach Entschuldigungen. Und ein Munafiq sucht nach Fehltritten. Wo hat er einen Fehler gemacht? Wo kann ich ihm eine Falle stellen? So ist ein Mu'min nicht. Sehr oft sind die Meinungsverschiedenheiten, die man hat, Streit zwischen Geschwistern, Streit zwischen Mann und Frau, Streit zwischen Bruder und seinem anderen Bruder nur vom Shaitan. Nur vom Shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala sagt es. Er sagte, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًا مُبِينًا. Und spricht zu meinen Dienern. Das ist für dich, Diener Allahs, dieser Vers in Surat al-Isra. Und sprich zu meinen Dienern, die sollen das sprechen, die sollen das sagen, was besser ist. Wähle die besten Worte. Denn der Shaitan stachelt zwischen ihnen. Der Satan ist dem Menschen ein offenkundiger Feind. Deshalb möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu besseren Brüdern machen und uns das Verständnis geben. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nicht auf seiner Meinung zu beharren,
ist ein Zeichen von Stärke. Ganz im Gegenteil, was Shaitan zu dir sagt. Wenn du aufgibst, bist du schwach. Wenn du das lässt für Allah, bist du stark und wirst für Allah belohnt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in einem authentischen Hadith: Ich garantiere einen Palast im untersten Teil vom Paradies. Ich garantiere einen Palast im untersten Teil vom Paradies für denjenigen, der Diskussionen, Streit unterlässt, auch wenn er im Recht ist. Und ich garantiere einen Palast in der Mitte des Paradieses für denjenigen, der Lügen unterlässt, selbst wenn es im Spaß ist. Und ich garantiere demjenigen einen Palast im Paradies, im höchsten Teil des Paradieses, liman hasuna khuluquhu, der das schönste Benehmen hat. Schöne Akhlaq, dazu gehört auch zu vergeben, nachzugeben, nicht nachtragend zu sein, das zu vergessen, den Streit für Allah zu lassen, das ist Akhlaq. Dass man die Sache nicht aufbauscht, größer macht, als es ist. Wir alle machen Fehler. Du machst einen Fehler mit deinen Kindern, mit deiner Frau, mit deinen Brüdern. Also vergib jetzt demjenigen, der dir auch einen Fehler angetan hat. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verdeutlichte einen Grund, einen weiteren Grund für Streit zwischen den Brüdern, die sich für Allah geliebt haben. Er sagte, es gibt keine zwei Menschen, die sich für Allah lieben. Und zwischen ihnen wurde getrennt, außer dass dies durch eine Sünde geschah, die einer von den beiden beging. Noch einmal. Es gibt keine zwei Brüder, die sich für Allah lieben. Und darauf wurden sie getrennt. Die reden nicht mehr miteinander. Er erwähnt sein Name, sagt, A'udhu Billah, erzähl mir nichts mehr von ihm. Sie haben sich ja für Allah geliebt, aber es wurde auf einmal getrennt. Der Prophet sagte, das geschah durch eine Sünde, die einer von ihnen beiden beging, in einer anderen Überlieferung, die der erste von ihnen beiden beging. Deshalb, wenn du dich gestritten hast, war das durch deine Sünde. Bitte Allah um Vergebung. Mach viel Istighfar. Es geschah durch deine Sünde. Deshalb redet der Bruder nicht mehr mit dir. Deshalb bist du im Streit mit deiner Frau, mit deinen Eltern. Die größte Katastrophe. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschrieb denjenigen, einen Mu'min, und möge Allah uns zu diesem Mu'minin zählen lassen. Er sagte zu einem Mu'min eine Eigenschaft: وَإِذَا ذُكِّرَ ذَكَرَ. Wenn er ermahnt wird, nimmt er die Ermahnung an. Er sagt nicht, er ist schuld, erst soll er kommen. Das geht mich gar nichts an. Die Khutbah ist nicht für mich. Der Hadith geht nicht über mich. Nein, nur über dich. So waren die Sahaba, die einen Vers gelesen haben und sich zuerst gesehen haben. Der Vers ist nur für mich herabgesandt. Und so sollst du auch sein. Spaltung. Verschiedene Meinungen. Die die Umma schwächt und den Feind des Islam stärkt. Halte dich davon fern. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Aleikum bil jama'a. Haltet euch an die Gemeinschaft. Wa iyyakum wal furqa. Und hütet euch vor Spaltung.
Deshalb sagte auch der Prophet in sehr vielen Ahadith, die er selber kennt. Sogar beim Essen, wenn die Leute gegessen haben zusammen, sagte er zu ihnen, der Segen ist mit der Gemeinschaft. Er sagte, der Segen ist mit der Gemeinschaft. In einer anderen Überlieferung, der Segen ist in der Gemeinschaft. Als eines Tages die Sahaba unterwegs waren, einer ist vorgegangen, der andere war rechts, der andere war links, da sagte er zu ihnen, eure Spaltung ist vom Shaitan. Dass ihr verschieden geht, ist vom Shaitan. So sagte der Überlieferer, danach gingen alle zusammen, als ob sie alle unter einem Teppich wären. Im Gebet sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam oft, haltet eure Reihen gerade. Und seid nicht unterschiedlich. La tahtalifu. Fatahtalifa qulubukum. Sonst werden eure Herzen unterschiedlich sein. Ihr werdet euch streiten, wenn ihr das Gebet nicht mal gerade machen könnt. Die Reihen. Werden auch eure Herzen nicht rein sein und nicht gerade, sondern du wirst etwas gegen den Bruder haben. Du wirst nicht neben ihm beten. Dein Herz wird nicht rein sein. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Haltet gemeinsam. Haltet gemeinsam am Seile Allahs fest, am Islam. Und spaltet euch nicht. Es wird überliefert, dass es einen Gelehrten gab, der mit Imam al-Shafi'i rahimahullah diskutierte. In einer Fiqh-Angelegenheit. Und dieser Mensch sagte, ich habe niemanden getroffen, der mehr Verstand besitzt als Imam al-Shafi'i. Wir haben uns in einer Angelegenheit gestritten, diskutiert und sind darauf auseinandergegangen. Jeder ist auf seine Meinung und die haben sich dann getrennt, sind nach Hause gegangen. Danach traf mich Imam al-Shafi'i, nahm meine Hand und sagte, O Abu Musa, können wir nicht Brüder sein, auch wenn wir nur in einer einzigen Angelegenheit unterschiedlicher Meinung sind? Das ist Islam. Können wir nicht Brüder sein, selbst wenn wir uns in einer Sache nicht einig sind? Natürlich! Er ist dein Bruder, ob du es willst oder nicht. Er bleibt dein Bruder, ob du willst oder nicht. Die Frage ist, verhältst du dich wie ein Bruder? Verhältst du dich wie ein Muslim? Abschließend möchte ich mit einer Aussage, die falsch ist, aufräumen. Ikhtilafu ummati rahma. Meinungsverschiedenheit in meiner Umma ist eine Barmherzigkeit, wird dem Propheten aus seinem zugeschrieben, ist eine Lüge. Ikhtilaf. Unterschiedliche Meinungen haben, auf sie zu beharren, ist niemals Rahma, sondern Azab, ist Strafe. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبُّكَ. Sie befinden sich so lange in Meinungsverschiedenheiten, außer denjenigen, denen Allah Barmherzigkeit gewährt hat, gehörst du zum ersten Teil, die sich uneinig sind und Streit suchen und Fehler suchen bei den Muslimen oder die Einigkeit suchen und Einigkeit wiederherstellen und Streit zwischen den Brüdern, vor allem vor Ramadan, dass sie ihren Streit, den sie haben, schon 11 Monate, dass sie den so schnell wie möglich schlichten, dass sie sofort zum Bruder gehen und sagen, Bruder, vergib mir. Bruder, vergib mir, Entschuldigung, ich habe mich geirrt. Möge Allah mir und dir vergeben. Das ist, was du brauchst.
du hast, sieh immer den Fehler bei dir. Such den Fehler bei dir und nicht beim Bruder. Die Dunya ist es nicht wert, dass man sich deshalb streitet. Und wie ihr den Hadith kennt, und damit möchte ich abschließen. Der Prophet sallam sagte, meide nicht deinen Bruder länger als 3 Tage. Denn wer länger als 3 Tage seinen Bruder meidet, nicht mit ihm spricht und darauf stirbt, geht ins Feuer. Wer länger als 3 Tage nicht mit seinem Bruder redet und darauf stirbt, der ist mit dem Feuer bedroht. Wallahi, es ist nicht wert, dass man ins Feuer geht wegen einem Streit. Und deshalb sofort zum Bruder hingehen, zur Schwester, zu dem Vater, zur Mutter und sagen, möge Allah uns beiden vergeben, der Shaitan ist schuld, ich habe überreagiert, das war im Streit, möge Allah, ghafarallahu li wa lak, möge Allah uns allen vergeben, Amin, möge Allah uns zu besseren Muslimen machen, möge Allah uns im Islam leben und im Islam sterben lassen, Amin. سبيل الدموع سبيل مريح تنا أدا يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنا أدا يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح